wrestling world in shock today. Former champion Chris Benoit found dead in his Atlanta home along with his wife and young son. Police now treating the discovery as a double murder-suicide. A professional wrestler and his family have been found dead inside their home. At about 2:30 p.m. today, 40-year-old Chris Benoit was found in a suburban Atlanta house along with his wife and young son. Benoit, known as the Rabid Wolverine, was a former world heavyweight champion. Monday, the star wrestler, his wife, and young son were found dead in their home. Police call it a murder-suicide and describing the details of their deaths as bizarre. Chris Benoit, einst gefeierter WWE-Superstar, mehrfacher Champion in den verschiedensten Ligen, bewundert von vielen. Heute wird aber der Name Benoit mit einem der dunkelsten Tage in der WWE-Geschichte verbunden. Was passierte aber in den letzten Stunden vor dieser schrecklichen Tragödie im Hause Benoit? Genau das möchte ich hier in diesem Video zeigen, was an diesem Tag in Atlanta und in den Stunden zuvor passierte. Am 19. Juni 2007 bei einer Ausgabe von ECW, der WWE-Neuauflage, durfte Chris Benoit Elijah Burke im Halbfinale des ECW World Heavyweight Championship Tournaments besiegen. Damit qualifizierte sich Benoit für das Finale um die vakante ECW Championship und durfte somit am Sonntag bei Vengeance Night of Champions gegen CM Punk antreten. Dass dieser Kampf allerdings nie stattfinden wird, wusste zu diesem Zeitpunkt niemand. Laut den polizeilichen Ermittlungen kam es am darauffolgenden Freitag, den 22. Juni, zu einem Streit zwischen Chris und seiner Ehefrau Nancy. Das Ganze eskalierte und Chris erdrosselte seine Frau mit einem Kabel. Gerüchte besagen, dass dieser Streit eine mögliche Affäre von Chris zugrunde liege, bestätigt wurde dies allerdings nie. Am darauffolgenden Samstagmorgen brachte Chris noch den gemeinsamen Sohn Daniel um, indem er ihn mit einem Kissen erstickte. Chris Benoit sollte an diesem Tag eigentlich bei einer SmackDown-Hausshow in Beaumont im US-Bundesstaat Texas auftreten. Er erschien aber nicht. Als Grund gab er Chavo Guerrero zu verstehen, dass er seinen Flug verpasst hätte und er sich verspäten würde. Chavo erzählte im Nachhinein, dass Benoit in dieser Voicemail ziemlich angeschlagen wirkte. Guerrero versuchte Benoit erneut zu erreichen, die Mailbox sprang aber an. Er hinterließ einen Rückrufwunsch. Benoit rief zurück und teilte Chavo Guerrero mit, dass er einen stressigen Tag hätte. Sein Sohn und seine Frau, die zu diesem Zeitpunkt schon tot waren, liegen wegen einer schweren Lebensmittelvergiftung flach. Weitere Anrufe und Anrufversuche folgten, Benoit verpasste das Live-Event völlig und gab als Grund den immer schlechter werdenden Zustand seiner Familie an. Das letzte Telefonat eines WWE-Mitarbeiters mit Benoit, mittlerweile schon ein Vertreter der Talent Relations, gab Benoit zu verstehen, dass er sich lieber für das Pay-Per-View Vengeance ausruhen sollte, anstatt es noch zu versuchen, es nach Beaumont zu schaffen. Chris verschickte von seinem Handy, aber auch von Nancys Handy am Sonntagmorgen 5 verschiedene Nachrichten an 2 WWE-Mitarbeiter, einer davon Chavo Guerrero. In der ersten schrieb er seine genaue Adresse, sonst nichts. Wenige Sekunden später erhielt er noch eine weitere Nachricht mit dem Inhalt: Die Hunde sind im Poolbereich eingeschlossen, die Tür an der Garagenseite ist offen. Kurz nach den ersten Nachrichten, die über das Handy von Chris Benoit verschickt wurden, erhielt Chavo nochmals exakt dieselben Nachrichten, bloß von Nancys Handy.
Die WWE versuchte daraufhin, Benoit via Anruf und Nachrichten zu erreichen, vergebens. Ebenfalls versuchten sie es bei Krankenhäusern in Atlanta, auch ohne Erfolg. Später an diesem Sonntag sprach letztmalig ein WWE-Mitarbeiter mit Benoit. Er rief im Büro der WWE Talent Relations in Stanford an und sagte, dass er sich mit Nancy gerade im Krankenhaus befände, da sein Sohn sich blutig übergab. Er teilte dem Mitarbeiter auch mit, dass er einen späteren Flug nach Houston für sein Match bei Vengeance Night of Champions gegen CM Punk nehmen würde. Dort erschien er allerdings ebenfalls nicht. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, erhing sich Benoit im Laufe des Sonntags dann im Fitnessraum seines Hauses. Hierzu nahm er ein Kabel seiner Gewichthebemaschine, formte eine Schlinge und zog den Stab. Die Gewichte sausten herab und strangulierten Benoit. Er soll laut seiner Schwägerin im Vorfeld gegoogelt haben, wie man sich am schnellsten das Genick brechen könnte. Nachdem Benoit, wie zuvor erwähnt, ebenfalls zu Vengeance nicht erschien, wurde Johnny Nitro kurzfristig als Benoit-Ersatz in das Match gegen CM Punk gesteckt. Zu diesem Zeitpunkt wusste aber niemand, was im Hause Benoit eigentlich passierte. And then literally when Chris didn't show up, like they decided to put me in as his replacement, and I could not have been happier. Nobody knew at the time why Chris didn't show up, and you know, then the next day we found out why, and like everyone, they broke down and started crying. Like, we knew Benoit, we knew his family. They're extremely nice people, and to this day it's something that everybody thinks about that's involved and knew those people, and is very confusing. Chavo Guerrero und Scott Stanford, die beiden, die von Benoit diese seltsamen Textnachrichten erhielten, informierten die WWE über diese. Daraufhin kontaktierte Dennis Fagan, der Verantwortliche der Sicherheit bei der WWE, die Polizei des Wohnortes von Benoit. Sie sollten doch mal bei ihm nach dem Rechten schauen. My name is Dennis Fagan, I'm a retired detective in New York City. I run the security for World Wrestling, and one of our wrestlers that lives down there is missing. And he told me to just to say we need a welfare check done. Okay, what's the address? 130 Green Meadow Lane. The zip code is 30215. And what's his name? Chris Benoit. It's spelled B-E-N-O-I-T. Okay, and he's a wrestler? Yes, what happened, he's a very religious gentleman, and yesterday he was supposed to show up at a pay-per-view and never got on the plane, never showed up. They tried to reach his wife, Nancy. She doesn't answer. They tried to call his house. It's out of character for him. So at 3 o'clock this morning, there was a message left for one of the other wrestlers, and basically it says, the dogs are in the backyard, the back door is open, goodbye. And that was it. Dogs? In the yard? Yes, and the back door is open. He didn't say anything else, and that was it. Door. That message was left at 3 o'clock this morning for another wrestler. Okay, what does he look like? Chris is about 6'1", very muscular, very stocky, has a very wide neck, looks like a wrestler. Okay. White male, black male? Yes, male, white. White male. Okay. All right. We'll go ahead and send somebody out there to check on him. If you want to call us back in like 45 minutes or so. If he's there, we'll tell him to give you a call. But if you want to call back and check to see if we, you know, if anybody was there or anything, just call us back in about 30, 45 minutes. Okay. All right. Thank you very much. Bye. Die WWE erhielt einen Rückruf der zuständigen Polizei, welche von ihrem grausamen Fund berichtet haben. Gefunden wurden Nancy Benoit an Händen und Füßen gefesselt und in ein Handtuch gewickelt im Wohnzimmer. Daniel Benoit, der gemeinsame Sohn, lag leblos im Bett seines Kinderzimmers. Chris selber wurde erhängt in seinem Fitnessraum gefunden. Daraufhin wurde von Seiten der WWE die geplante Raw-Episode abgesagt und stattdessen eine Chris Benoit-Tributshow abgehalten. Dort wurden neben einigen Interviews mit Wrestler-Kollegen auch Ausschnitte aus der Hard Knocks-Dokumentation gezeigt. On a recent edition of Raw, the WWE presented a special tribute show recognizing the career of Chris Benoit. However, the facts of this horrific tragedy involving Chris Benoit were not known at the time. Therefore,
other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name in this program. On the contrary, this show is dedicated to everyone who has been affected by this terrible incident. This marks the first step of the healing process whereby WWE performers will now do what they do better than anyone else in the world. Entertain you. Am nächsten Tag ergab sich durch die Ermittlungen der Polizei, dass Chris Benoit erst seine Familie umbrachte und anschließend sich selbst. Aufgrund dieses Ermittlungsergebnisses distanzierte man sich von seitens WWE völlig vom Namen Chris Benoit und zeigte das eben gezeigte Statement von Vince McMahon zu Beginn von ECW und SmackDown derselben Woche. International wurde eine Best-of-Raw-Folge gezeigt, anstatt der besagten Chris Benoit-Tributshow. Dieser ist auch anstatt der Tributshow auf dem WWE Network zu finden. Knapp ein Vierteljahr später veröffentlichte der Vater von Chris Benoit, Michael Benoit, ein Untersuchungsergebnis des Gehirnes seines Sohnes. Dieses gab er in Auftrag, nachdem die Leiche von der Polizei freigegeben wurde. Bei einer Pressekonferenz gab man bekannt, dass zum Zeitpunkt des Todes von Chris Benoit dessen Gehirn das eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten geglichen haben soll. Ursache für diesen Zustand sollen die immer wieder aufgetretenen Gehirnerschütterungen während seiner Karriere sein. Dadurch wurden sowohl alle Großhirnlappen als auch der Hirnstab extrem in Mitleidenschaft gezogen und weisen ernsthafte Schäden auf. Michael Benoit vermutet zudem auch, dass dieser Zustand einer der Ursachen für diese Tragödie sein könnte. Über die genauen Ursachen wird bis heute noch spekuliert, seien es der hohe Erfolgsdruck als auch der Tod seines guten Freundes Eddie Guerrero. Es gibt viele Faktoren, die zusammen aus dem liebevollen Familienvater und Ehemann dieses Monster machte, das zwei Menschen aus dem Leben riss und sich dann noch selber umbrachte. Über diese möglichen Ursachen möchte ich mal eure Meinung hören. Ist das wirklich nur das Ergebnis dieser Hirnschädigung oder kommen dann noch die eben genannten Faktoren auch noch hinzu? Könnt ihr überhaupt noch Benoit-Matches anschauen, ohne daran zu denken, welche grausame Tat er vollbracht hat? Schreibt mal euren Standpunkt in die Kommentare und gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ein kostenloses Abo für mehr Wrestling-Content schadet natürlich auch nicht. Dann wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann ihr halt dieses Video schaut. Und ciao. You